Du weißt schon ganz genau, wie das läuft, man. Kann Krafttraining das Wachstum stoppen? Ziehst du immer noch NoFap durch? Memo sagt, ich habe auch irgendwie eine Sucht, fast jeden Morgen den Jürgen würgen. Eiskalt rein in die Nummer und dann ein, zwei Minuten genießen. Lass mal das Ego und den Kopf und den Verstand ein bisschen weg. Geht mehr wieder in die Mitte rein, geht mehr wieder in euer Herz rein. Ich schwöre euch, wenn ihr liebt, dann wird auch Liebe in euer Leben kommen. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Number Cruncher 22, Love Lock It In, man. Du weißt schon, wie das läuft. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft, man. Love Lock ist am Start, Digi. Alles fit, Bruder, dankeschön. Bisschen müde und kaputt. Mein ganzer Körper tut weh, Dicker. Ich habe die letzten 3 Tage wie so ein Schwein trainiert, Alter. Wie so ein richtiger Gorilla. Vollgas gegeben. Und jetzt habe ich im ganzen Körper Schmerzen. Also wirklich, ich habe Beine trainiert. Vor 2 Tagen Brust und gestern Rücken. Und ich schwöre dir, meine Beine tun immer noch weh. Alles tut weh. Alles tut weh. So. Fühlt sich an, als ob man auch so ein bisschen... Ah, Digga, ist auf jeden Fall körperlich schon sehr anstrengend, wenn du am Maximum trainierst. Man braucht viel Schlaf, 8 Stunden Schlaf und ich fühle mich immer noch so, als ob ich gar nicht geschlafen habe, Digga. Beste Feeling aber, sagt Mr. Hausmeister. Genau so ist es, Bro. Ist geil. Man fühlt sich einfach, dass man was getan hat, weißt du? Und so. Ah, man spürt halt seinen ganzen Körper und es ist wertvoll. Das ist schon sehr wertvoll. Also für alle Leute, die noch nicht trainieren, geht ins Gym trainieren. Anstatt im Chat zu haten, geht lieber ins Gym trainieren. Macht was aus euch, weißt du? Du weißt ganz genau, wen ich meine gerade. Wenn du Beine trainiert hast und dann aus einem Auto steigen musst, wo die Sitze tief sind, richtige Opa-Feelings. Oder wenn du auf Toilette musst, schon alleine, Bro. Ich schwör's dir. Du gehst so runter bis Hälfte und dann lässt du dich einfach fallen, Bro. Scheiß drauf. Oder irgendwo festhalten an der Dusche, Digga. So, struggle it in, man. Kann Krafttraining das Wachstum stoppen? Stoppen würde ich jetzt nicht sagen, aber es kann auf jeden Fall einen Einfluss auf dein Wachstum haben. So. Das muss man sehen, das muss man wissen, wenn du noch nicht ausgewachsen bist und zu jung hohe Gewichte benutzt. So. Aber da musst du halt wirklich auch richtig reinscheißen. Deswegen würde ich empfehlen, wenn du noch jung bist, also ich würde sowieso vor 16 keinen Kraftsport machen, meiner Meinung nach so. Mach lieber irgendeine andere Sportart, wo du dich körperlich betätigst, irgendwas Schönes, was Cooles, so Boxen gehen oder so ein Scheiß. Leichtathletik habe ich selber gemacht, Fußball, Basketball. Gibt's coole Sportarten, so. Such dir da lieber eine Sportart aus und ich würde erst ab 16 anfangen, ins Gym zu gehen. Und dann würde ich auch gucken, dass ich noch nicht zu schwer, gerade so Kreuzheben, Kniebeugen, diese Sachen einfach nicht zu schwer machen, sondern langsam moderat reinsteigen, mal 1-2 Jahre richtig schön so Ganzkörpertraining machen, deinen Körper dran gewöhnen, deine Knochen dran gewöhnen, nicht übertreiben und dann ab 18 kannst du dann, ja okay, also voll ausgewachsen aus Mann bist du eigentlich erst so ab 21, 22 so, aber ich bin der Meinung, ab 18 kann man auf jeden Fall Vollgas geben und dann kannst du da richtig reingehen in die Nummer. Wie alt bist du denn? Hast du die Rückenprobleme mit viel Core-Training, Fokus auf Bauch- und Beinbeuger, oder? Viele Sachen, also ich habe angefangen einfach auf jeden Fall meinen Core, mein Bauch und meinen unteren Rücken mehr zu trainieren, viel mehr zu trainieren als früher, das habe ich sehr, sehr vernachlässigt, das ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die nicht gut ist, gerade wenn du auch breit bist, breite Schultern hast und ein schwerer Dude bist, sage ich mal so, dann sollte deine Körpermitte, ist so wie das Fundament von einem Haus, sollte auf jeden Fall gut trainiert sein, stabil sein, das habe ich mehr gemacht, wie gesagt, Dehnübungen morgens nach jedem Training und das sind die Sachen, mehr laufen, mehr rausgehen, spazieren, zwischendurch, wenn ich sitze und Videos schneide, aufstehen, bisschen dehnen, bisschen stretchen, so diese ganzen Sachen, weißt du? Kann man auf jeden Fall einiges tun gegen solche Sachen. Und ich empfehle das jedem, auch schon im jungen Alter, wenn du anfängst mit Fitness so, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, schon anzufangen, dich vernünftig zu stretchen und das auch für die Gesundheit zu tun und nicht nur für die Optik. Ich kenne es von mir selber, ich habe früher angefangen zu trainieren, ich wollte einfach nur geil aussehen. Mir war scheißegal, was vielleicht in 10 Jahren ist oder nicht ist. Ich wollte einfach nur geil aussehen. Und da würde ich jedem jungen Dude von oder Schwester auch von abraten. Ich würde euch empfehlen, macht so, denkt auch an eure Gesundheit in 10, 15, 20, 30 Jahren. Fangt an, schon von Anfang an, euch vernünftig zu dehnen, zu stretchen, die Dinge mit einzubauen, euer Core zu trainieren, nicht nur stumpf zu pumpen, sondern auch mal joggen zu gehen, laufen zu gehen,
diese ganzen Sachen für Gesundheit sind auch wichtig. Jetzt bin ich so ein alter Daddy geworden, der das jetzt jungen Leuten mitgibt. Ich schwöre dir, ich hätte selber auf mich jetzt nicht gehört. Aber lasst es euch von mir sagen. Ziehst du immer noch NoFap durch? Ja, aber, ich muss aber sagen, weil ich habe zwischendurch wieder angefangen zu fappen. Fappen, motherfucker. Und habe jetzt wieder aufgehört. Ich habe zwischendurch, auf jeden Fall muss ich ehrlich sein, ich habe zwischendurch mal wieder angefangen, habe dann aber auch wieder schnell gemerkt, so, nee, das ist es nicht für mich. Das tut mir nicht gut. Ich fühle mich einfach nicht gut, wenn ich auf diese Pornoseiten draufgehe. Wenn ich auf diese Seiten draufgehe und mir da ein Jizz und dann danach, ich fühle mich nicht geil. Real talk, ich fühle mich nicht gut und deswegen lasse ich das auch bleiben. Ich musste es nochmal lernen, glaube ich, musste nochmal damit anfangen, um dann wieder zu merken, dass es das nicht ist so. Das ist es einfach für mich nicht. Das ist es einfach für mich nicht. Es fühlt sich einfach scheiße an. Ich will mich nicht, ich will nicht, Bro, ich bin ein attraktiver Mann, der mitten im Leben steht, der einen guten Körper hat, der positiv ist, ein gutes Herz hat, Menschen liebt so. Ich habe das nicht nötig. Ich muss nicht mir irgendwelche Seiten reinziehen, um da mir einen runterzuholen und dann irgendwie ein bisschen Glücksgefühle zu haben oder so. Es ist einfach, es fühlt sich für mich als Mann nicht richtig an so. Ich mache mich damit kleiner, weißt du, ich mache mich damit kleiner, als ich bin. Und deswegen habe ich die Scheiße einfach weggelassen wieder. So, also ich habe gelesen, wenn du 7 Tage dich nicht selbst befriedigst und keinen Sex hast, dann steigt dein Testosteronlevel um 400%. Und das ist auf jeden Fall für mich, das will ich jetzt so durchziehen und beibehalten. Im Optimalfall hat man einmal die Woche richtigen Sex und macht mit sich selber gar nichts mehr. Das ist, glaube ich, so der Optimalfall für einen Mann, denke ich. Das ist meine persönliche Einstellung. Deswegen, hört auf damit. Fab it out, motherfucker. Memo sagt, ich habe auch irgendwie eine Sucht, fast jeden Morgen den Jürgen würgen. Jürgen würgen habe ich noch nie gehört, Bro. Jeden Morgen ist aber Hardcore, Dicker. Sag ich dir ehrlich, Bro. Das nimmt die Energie weg. Vertrau mir, Mann. Mach mal 3-4 Tage, du wirst schon merken, wie du anders strahlst. Wie du mehr Energie hast, mehr Power hast und mehr kreierende Energie auch in dir drin hast und viel mehr Bock hast, Dinge zu machen, auch viel mehr Bock hast, Frauen anzusprechen, dich mit Frauen zu unterhalten, dich zu umgeben und irgendwie vielleicht was klar zu machen, so. Das ist die, du bist einfach intensiver, du vibrierst höher, Mann, du schwingst höher, du hast eine krassere Ausstrahlung, du bist ein krasserer Dude, wenn du das weglässt. Also hör auf, den Jürgen zu würgen, Memo, konzentrier dich aufs echte Leben, so. Weißt du, was ich meine? Versuch diese Energie umzuwandeln und irgendwas selber zu tun. Weil ich glaube wirklich, dass die sexuelle Energie eine der höchsten Energieformen ist, die es gibt. Und wenn du die nutzt und in andere Dinge reinsteckst, wie das die meisten großen Männer auf der Welt getan haben, die krasse Dinge erfunden haben, krasse Dinge bewegt haben, krasse Sportler auch und so, du kannst einfach diese Energie nutzen, um was Heftiges durchzuziehen, um irgendwas Geiles zu kreieren. Deswegen mach es. Und ich sag nicht, du sollst es nie machen, weil wenn du dir einmal die Woche einen jackst, so, alles cool. Wenn du einmal die Woche Sex hast, auch geil, alles gut, Mann, weißt du? Weil auch nach diesen 7 Tagen, wenn das Testosteronlevel sich um 400% gesteigert hat, nach diesen 7 Tagen lässt es auch wieder nach und danach wird deine, so wie ich das gelesen habe, ne, wird dein Testosteronlevel auch wieder minimiert. Also im Optimalfall, alle 7 Tage machst du was. Das werde ich jetzt mal versuchen und ich werde es euch berichten. Ja, aber dann reißt du auch die Türklinke ab, obwohl du nur rausgehen wolltest. Ja, so, ich schwöre dir, Alter. Ich bin auch so ins Gym reingegangen gestern, boom, Alter. Ich war am Start, weißt du, was ich meine, so? Voll die Energie gehabt. Und ich schwöre dir, das liegt auch daran, dass ich den Jürgen nicht gewürgt habe. You get out, motherfuckers. Memo sagt auch, okay, ich werde auch mal versuchen, nur noch einmal die Woche. Zieh durch, Bro. Zieh durch, glaub mir, das wird dir helfen. Das wird dich generell im Leben weiterbringen. Du wirst mehr Energie haben, du wirst mehr strahlen. Do it, Bro. Als nächsten Tipp kann ich dir noch raushauen, fang an, kalt zu duschen. Nach jeder Dusche, geh normal duschen, seif dich ab, dies, das. Und danach eiskalt rein in die Nummer und dann 1-2 Minuten genießen. Dabei nicht rumheulen, dabei nicht schreien oder so, sondern versuchen, so ruhig wie möglich zu bleiben, normal zu atmen, zu duschen, als ob nichts ist. So. Das ist gut für die Haut, gut fürs Immunsystem, gut für den Kreislauf und auch gut für die Männlichkeit und das Mindset. Weil
da stark zu bleiben, ist nicht einfach. Ja, es gibt während dem kalten Duschen auch Atemübungen. Ja, genau, schön tief durchatmen weiterhin. Das macht dich krass, ich schwör's dir. Ja, kalt duschen mache ich auch ab und zu. Am besten jeden Tag, Brudi. Nach einer Woche Memo einfach 4 Anzeigen wegen Körperverletzung. Zu viel Testo, Digga. Rausgegangen, einfach jeden aufs Maul gehauen. Nein, aber versuch auch positiv zu bleiben. Weißt du, was ich meine? So, das ist generell so eine Sache, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde für ein besseres Leben, ist einfach zu lieben. So. Hört mehr auf euer Herz und lasst mal das Ego und den Kopf und den Verstand ein bisschen weg. Geht mehr wieder in die Mitte rein. Geht mehr wieder in euer Herz rein. Ich schwöre euch, wenn ihr liebt, dann wird auch Liebe in euer Leben kommen. Wenn ihr versucht, immer jeden Menschen zu lieben, alles zu lieben um euch herum und gut zu sein und euch nicht abfacken zu lassen und euch nicht auf dieses Niveau bringen zu lassen, dass ihr auch über andere lästert oder hetzt oder hatet oder irgendwelche negativen Sachen schreibt und so. Ich schwör's euch, umso mehr Liebe ihr raussendet, umso mehr Liebe bekommt ihr auch zurück in euer Leben so. Deswegen bleibt positiv, bleibt mit Liebe so. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist in dieser heutigen Welt, so diese Liebe aufrechtzuerhalten, aber weil meiner Meinung nach das Böse gerade überhand nimmt, so. Das Böse ist gerade größer als das Gute. Aber genau deswegen will ich auch Leute dazu bewegen, wieder mehr zu lieben und mehr positiv zu sein und mehr Menschen in die Augen zu gucken. Gucken, ob man irgendwo helfen kann, irgendwo was Gutes tun kann. Irgendwie einfach jemandem was Gutes zu tun, anzulächeln, in die Augen zu gucken. Ein gutes Kompliment mal dalassen oder so. Gute Vibes zu haben, zu lächeln, Dicker. Das ist doch eigentlich am Ende des Tages, auch wenn ihr das vielleicht noch nicht wisst oder manche das nicht glauben, aber das ist das, was wir tief im Herzen eigentlich wirklich wollen. So. Das ist das, was wir wirklich wollen. Und viele haben es halt einfach noch nicht verstanden. Die denken wirklich, dass es okay ist zu hassen, dass es denen gut tut, weil es denen vielleicht in dem Moment gut tut. Aber langfristig gesehen tut es euch nicht gut zu hassen, zu haten, negative Vibes zu verbreiten. Ist nichts Gutes, ist nichts Positives. Und ich will, dass so viele Leute wie möglich den richtigen Weg finden, den positiven, den Liebesweg finden, mit Gott gehen. Fuck, wir müssen diese Dreckswelt irgendwie retten. Verstehst du? Irgendwie. Mary Jane sagt, der beste Tipp, den ich mal gesagt bekommen habe, war nichts, absolut nichts persönlich zu nehmen. Du weißt Bescheid, Mary. Scheiß drauf, nichts persönlich nehmen. Das hilft dir auf jeden Fall, um mehr Liebe in dein Herz, in deinem Herzen zu behalten. Wenn einer zu dir irgendwas Negatives sagt, wenn einer zu dir irgendwie, weiß ich nicht, Digga, Beispiel. Ich kann nur jetzt ein Beispiel aus meinem Leben nehmen, so. Ich mache jetzt einen Stream. Irgendein anderer YouTuber nimmt meinen Stream und reagiert darauf und redet schlecht über mich, so. Und sagt, ey, guck mal, der sagt hier das, der macht hier so, der macht dies, das und der ist kacke, so. Versucht mich halt schlecht darzustellen, ne? Das Beste, was ich machen kann, ist, dem einfach Recht zu geben. Weil am Ende des Tages lebt jeder in seiner eigenen Realität. Der Typ, der das macht und sich hinsetzt und versucht auf Krampf irgendwas Negatives zu finden, der denkt, das ist was Gutes, was er da tut. Seine Wahrheit ist, dass das was Gutes ist. Ich mache damit Klicks, ich mache was Gutes. Ich sage den Leuten, dass der schlecht ist, das ist was Gutes. Das ist seine Realität. Willst du wirklich Zeit und Energie, die du für dein eigenes Leben gebrauchen könntest, um weiter voranzukommen, verschwenden für jemanden, der eine ganz andere Realität lebt, der auf einem ganz anderen Spielfeld stattfindet. Du spielst Fußball, der spielt Basketball so. Und du willst jetzt auf sein Basketballfeld gehen und ihm sagen, ey, hör auf Basketball zu spielen, spiel jetzt Fußball. Das macht keinen Sinn. Weißt du, was ich meine? So, das ist Energie- und Zeitverschwendung. Der Typ wird dir niemals Recht geben. Deswegen gib ihm einfach Recht. Sag, ja, Bruder, du hast Recht. Ich bin scheiße. Bis nächstes Mal. Aber du musst es halt auch wirklich fühlen. Du musst auch wirklich da drüber stehen. Und du musst auch wirklich dir sagen, das triggert mich nicht. Das nervt mich auch nicht. Das ist okay so, dass er so denkt. Scheiß drauf. Soll er weiter Basketball spielen? Ich spiele Fußball. Ich verstehe nicht, wie man einen Menschen überhaupt schlecht machen kann. Für was? Fragezeichen. Dann bist du auf einem guten Weg, Bro. Dann bist du auf einem sehr guten Weg. Behalte es auch bei und frag dich nicht, warum andere Leute nicht so sind. Weißt du? Sei einfach selber ein gutes Beispiel. Sei einfach selber jemand, der das nicht macht, der nicht hasst, der andere Leute nicht klein machen will, fertig machen will oder so. Und ich schwöre dir, du wirst andere Leute damit anstecken. Und wenn du nur einen damit angesteckt hast,
der dann sagt so, ey, guck mal, der Typ ist krass, der lässt sich nicht triggern, der ist immer positiv, der zeigt immer Liebe, der versucht jedem Menschen irgendwie zu helfen, so. Und wenn du nur einen Menschen da irgendwie mit angesteckt hast, dann machst du was Gutes, Bro. Dann hast du schon was Gutes für die Welt getan. Trust me, Gott sieht es gerne. Du wirst belohnt dafür.